Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, es geht heute um einen Fendt. Nach langer, langer Zeit gibt es mal wieder einen Fendt 939 in der Black Beauty Edition oder Black Beauty Version vom Mukusu auf Forbidden Mods, der zum Forbidden Mods Team gehört. Ja, wir haben hier einen abgeänderten Fendt 939 und es ist ein foreneigener Mod, das heißt, ihr müsst unter der Kategorie foreneigener Mod suchen, beziehungsweise der Download-Link ist sowieso dabei. Ja, wir haben hier einen veränderten Fendt 939, wie ihr schon sehen könnt, eine sehr spiegelige Oberfläche in schwarz, im Tiefschwarz. Wir haben neue Trelleborg-Reifen, die wirklich ganz gut aussehen. Wir haben diverse Bauteile, wo die Textur anders ist, man merkt es wirklich ganz deutlich. Wir haben bei den Reifen hier Radgewichte ein- und ausblendbar, die Heckreifen sehen richtig gut aus, die hinteren, die Breite ist auch dermaßen gut. Ja, wie man auch sehen kann im hinteren Kotflügelbereich. Die Lichter sind schon mal an, sehen gut aus. Heckhydraulik und so weiter, auch alles vorhanden, also kann man nicht meckern. Untenrum sieht er ein bisschen nackig aus, aber das ist okay. Ja, im Dachbereich ebenfalls, was man von Fendt gewohnt ist. Hier in schwarz nicht ganz so toll hochauflösend. Man sieht hier natürlich die Spiegelung vom LS13, das ist logisch. Beim Himmel ist es relativ egal, ansonsten muss man sich halt damit abfinden, dass man Spiegelungen sieht. Wir haben ein bisschen Schmutz auch an der Scheibe, wie ihr sehen könnt. Wir haben vorne die typische Fendt-Schnauze mit dem richtig tollen Fendt-Logo hier vorne dran und mit dem Pfeiler hier von Fendt. Also echt eine geile Sache. Ja, da sieht man auch das Logo von Fendt nochmal. Also ich kann hier auf jeden Fall mal ja, sagen, es ist ein Standard-Fendt, wie wir es halt gewohnt sind von den 936 und 939ern. Ich finde, er ist relativ gut umgebaut. Das mit den Spiegelungen ist jetzt, finde ich, persönlich Geschmackssache. Wenn man gar keine Spiegelungen verbaut hätte, kommt drauf an, wie ihr es findet. Also ich muss sagen, wenn man drin sitzt und in der richtigen Position ist, dass man keine Spiegelung von irgendeinem Boden oder sowas hat, also zum Beispiel von der Luft, dann sieht die Spiegelung richtig geil aus. Die Beleuchtung ist natürlich super, ist zwar noch, glaube ich, im LS13 Optik, in der LS13 Optik, aber ist nicht so schlimm. Dafür sieht es halt wirklich auch ordentlich aus, daher muss man das meiner Meinung nach gar nicht ändern. Ja, wir haben außerdem die Rundumleuchten, die funktionieren ebenfalls perfekt. Ausklappbare Warntafeln links und rechts mit der IC-Steuerung funktioniert das ganz einfach. Und natürlich auch hier das Heckfenster können wir öffnen. Ebenso können wir die linke Tür öffnen und das Dachfenster. Spiegel sind verbaut. Ansonsten KMH-Anzeige wird vorne am Tacho angezeigt. Drehzahlanzeige auch. Der Joystick funktioniert, ist animiert, das Lenkrad ist animiert. Ja, Innenansicht ist generell eigentlich immer Standard, ist relativ gut. Ja, das Licht, wie gesagt, sieht man hier auch hinten richtig gut. Was ein bisschen komisch ist, bei einem bestimmten Winkel werden die Warntafeln grün. Ich weiß nicht, woher das kommt. Die Beleuchtung ist auf jeden Fall nochmal top. Wir haben holländisches Kennzeichen und wir haben mit M und N die Doppelbereifung, die halt schon extrem breit wirkt. Klick das mal an hier. Das ist schon eine Arbeitsbreite, da kommst du nicht mehr auf der Straße zurecht. Bei den breiten Reifen, die dann auch noch verdoppelt werden. Also ihr müsst euch mal denken, die normalen Reifen sind ja noch bestimmt nochmal 10 cm oder 15 cm schmäler und dann kommt nochmal der Zwillingsreifen dazu, links und rechts, in derselben Breite. Das ist schon echt krass. Dafür haben wir, wie gesagt, hier noch ein Radgewicht, das eben auch ganz gut hält. 60 km/h Höchstgeschwindigkeit dürften sich... Nein, Freunde, 55 ist die Maximalgeschwindigkeit. Das ist jetzt fast schon eine Überraschung. Weil ich sagen muss, hier dieses Grün sieht echt ein bisschen doof aus. Also, das sind so ein paar Mankos. Wir haben hier oben auch die Antenne, die ist vorhanden. Und jetzt schauen wir uns mal die Lok an. Die Lok ist Gott sei Dank fehlerfrei. Das freut mich sehr. Oder? Ne, das ist nicht die Lok. Das ist mir jetzt gerade falsch. Da ist der 39 in den 36. Beziehungsweise die 3D ist in den 39. Und er ist fehlerfrei. Im Shop ist er der allererste Mod. Das Bild sieht meiner Meinung nach echt nicht toll aus. 170.000 knapp sind auch viel zu günstig für so einen 939. Da müssten wir schon auf 400.000 Euro kommen. Knapp. Ja,
PS 436 stimmt auch nicht ganz. Wenn das die Maximalleistung sein soll, dann ist das brutal viel, hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube es auch nicht. 95 Euro am Tag. Ebenfalls sehr krass. Ja gut, beim Traktor geht das, aber wie gesagt, im Shop bin ich nur nicht so zufrieden. Ich finde, letztendlich kann man diesen Mod hier mit 4 Sternen abspeisen, deswegen, weil das Modell, das U-Modell einfach top ist. Er fährt sich gut, er sieht gut aus, er ist relativ breit, das muss man mal so lassen. Er neigt sich ein bisschen links und rechts, was finde ich aber noch kein Problem ist. Und ja, 4 Sterne, denke ich mal, sind ja ganz gut, aber wie gesagt, es ist halt noch nicht die Perfektion. Da habe ich schon zum Teil bessere gesehen, aber ist auf jeden Fall ein Mod, wenn man den unbedingt haben will, in Schwarz, den man sich auf jeden Fall laden kann. Wegen Shop-Beschreibung ist noch kein Mod total schlecht geworden, aber es rundet halt das Große und Ganze ab. Reifen, wie gesagt, sind toll, lässt sich super fahren. Das sind auf jeden Fall positive Kriterien. Wenn ich ganz so viel Schnickschnack erwartet, wenigstens die Heckscheibe und das Dachfenster aufmachen kann und die Beleuchtung hat, der kann hiermit auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Und ich sage jetzt danke für euch. Danke an euch fürs Zuschauen. Danke an den Mukusu für diesen schönen, größtenteils sehr schönen Fend. Ja, weitere Infos findet ihr auf der Seite. Noch ein kurzer Hinweis: Der Mod wurde nur im Singleplayer getestet, nicht im Multiplayer. Das heißt, es ist nicht garantiert, dass er auch im Multiplayer fehlerfrei läuft. So, das war's von mir. Wir sehen uns heute nochmal wieder in der Runde Fallout 4. Bis dann. Tschüss.